dem wunderschönen Döbel. Ich muss schnaufen. Jawoll, Bene, nice. Geiler Strike. Richtig geiler Biss. Reingeschmissen, bumm. Unerwartet. Ich habe ein bisschen Spaß. Der passt da durch. Ich muss schnaufen. Ja, Mann, geiles Fließgewässer, Buhnenfelder, Steine, alles. Und solche Fische mittendrin. Wirklich was für eine geile Gewässerstruktur. Und ich treffe da hinten, der Köder kommt auf und habe den Fisch irgendwie angeworfen und der sofort weg. Nachdem ich kurz davor einen mega Raffenbiss gekriegt habe, da hinten dran, muss ich sagen, hey, ultra, ich habe immer noch gezittert vom ersten Biss, bis ich den zweiten hier gefangen habe. Junge, Junge, geile Fischerei. Fisch an! Jawoll, Bene, nice! Geiler Strike! Richtig geiler Biss! Richtig geiler Strike. Fetter Döbel, glaube ich.
bin voll drauf. Vollgas drauf. Ja, Topwater-Angeln ist halt einfach, ich weiß gar nicht, es gibt fast nichts Geileres, weil diese Attacke gerade, boah, jetzt macht er mich auch noch nass, von dem wunderschönen Döbel, sehr, sehr spektakulär gewesen. Der hat sich richtig reingezimmert. Geil, Petri. Richtig geiler, geiler richtig Fisch. Richtig fetter Fisch. Massiver Dickkopf. Der jetzt hier schön ab darf. Danke dir. Bye bye. Jawohl. Ein kleiner Fisch, da hatte ich ein paar dicke, dicke Bisse. Und jetzt habe ich irgendwas Kleines verhaftet. Topwater Barsch. Barschi. Der zweite Donautag neigt sich dem Ende. Wir hatten eine mega geile Fischerei. Es war echt faszinierend hier zwischen den Buhnen und überall rumzudriften mit dem Bellyboat. Wir haben ein paar schöne Fische gefangen, hatten echt gute Beißphasen und ich bin sehr happy damit, weil es einfach viel Action war. Ein paar schöne Fische sind durchaus bei rausgekommen und ja, deshalb schauen wir mal, was uns morgen wieder erwartet. Morgen, wie gesagt, kleiner Fluss in Österreich, der Kamp. Da werden wir es leider nicht mehr mit Rapfen zu tun haben, da werden wir eher auf Döbel und Forelle angeln, aber es kann sich auch auf Hecht und Barsch dann letztendlich oder kann auf Hecht und Barsch herauslaufen. Wir sind sehr gespannt, was uns erwartet und was da so beißt und ja, deshalb dranbleiben, weiterschauen und Kanal abonnieren.